Hallo und herzlich willkommen zu Sims 4 Hunde und Katzen. Ja, und es ist soweit, das Erweiterungspack ist endlich da und oh Gott, das sieht so traumhaft aus hier. Falls ihr das Erweiterungspack schon habt und wisst, wo ich bin oder auch noch nicht wisst, wo ich bin hier in diesem eher ländlicheren Viertel. Ich habe jetzt ganz vergessen, wie dieser Stadtteil heißt, aber ich muss ehrlich sagen, Brindleton Bay sieht jetzt schon so verdammt gut aus. Und ich würde behaupten, es ist mit Windenburg und San Myshuno meine Lieblingsstadt bei Sims 4. Ja, gestern ist übrigens eine Folge ausgefallen. Eigentlich wollte ich gestern schon das neue Erweiterungspack vorstellen, aber ich hatte technische Probleme mit einem einzigen Mod, der ja mein Spiel zum Zicken gebracht hat. Und das wollte ich erstmal in aller Ruhe beheben und wollte dann nicht mehr eine Folge unter Stress aufnehmen. Oh, das sind aber eklige Pappwände, Bäume. Ich wollte hier so schön über die Brücke fahren und dann kommen da diese mega miesen Pappbäume an der Seite. So, jetzt. Tada! Und es wird immer langsamer, während ich hier entlang fliege. Nein, okay, dann steigen wir wieder in die Lüfte. Ja, und zwar, was habe ich vor? Es werden große Veränderungen auf meine Sims zukommen. Und ich habe mir jetzt die ganze Zeit überlegt, wie fange ich an? Und dann habe ich mir gedacht, ich fange nicht mit dem Create-a-Pet-Modus an, weil das Dinge sind, die man nun mal einfach zuhauf bei YouTube finden kann, wenn es denn einen noch interessiert, beziehungsweise, wenn man das Spiel schon hat, stürzt man sich selber rein. Und ich habe ein bisschen vorgearbeitet, schon bevor das Erweiterungspack rauskam und habe ein wenig gebaut. Und wir fangen jetzt erstmal nicht mit Hannah und James sofort an. Ich habe mir nämlich gedacht, wir haben jetzt Hannahs Familie kennengelernt. Und warum sollten wir nicht auch James' Familie ein bisschen kennenlernen? Und da machen wir jetzt quasi eine kleine Landung zu diesem wunderschönen Haus, das ich extra dafür gebaut habe. Ich habe schon angefangen, bevor das Erweiterungspack rauskam und habe dann so neue Sachen ergänzt. Und das ist James' Elternhaus. Und da schauen wir mal, wer drin wohnt. Tada! Oh Gott, ich bin so aufgeregt, ganz ehrlich. Das ist Oliver, James' Bruder. Sag mal hallo. Und da lacht er freundlich in die Kamera. Und wo haben wir denn? Da haben wir Riley. Das ist Olivers Verlobter. Und Riley und Oliver haben eine wunderschöne neue Neuigkeit. Und zwar haben sie die kleine Lea adoptiert, die hier gerade friedlich in ihrem Bettchen schläft. Und natürlich, wie kann es auch anders sein? Oh, die schläft auf der kleinen Bank. Oh Gott, ist das putzig und herzzerreißend. Oliver und Riley haben auch ein Haustier und das ist die gute Chloe. Hi Chloe, oh Gott, wie die hier süß liegt und pennt. Und ja, das ist James' Familie. Und wie man sehen kann, ich habe hier wirklich ein großes Haus hingezimmert. Und eine wunderschöne Küche, wie ich finde. Ich bin total begeistert selber von dieser Küche. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich eine große Haustour machen soll, weil man sieht das dann ja eh während des Let's Plays. Und oh ja, hier habe ich noch so eine kleine Ecke. Ich wusste vorher nicht, was ich da reintun soll. Es wäre eigentlich passender Ort für eine Spülmaschine gewesen. Jetzt habe ich da das Katzenklo hingesetzt und ich finde das eigentlich ganz passend. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Nehme ich überhaupt auf? Ja, ich hatte nämlich auch schon mal kurz aufgenommen und so ein paar Minütchen und dann war das nicht auf, dann habe ich nicht auf Aufnehmen gedrückt, ja. Solche Sachen eben. Und oh, da ist sie, oh, die Katze ist so toll und putzig. Oh, hallo. Ein bisschen was zu Chloe. Chloe ist eine sehr, sehr schlaue Katzendame. Können wir mal ein bisschen auf ihre Charaktereigenschaften eingehen? Genau. Sie ist faul und ein bisschen reserviert. Das heißt, sie kommt auch ganz gut ohne Menschen zurecht. Und Hauptsache, die stellen ihr die Nahrung hin.
Und ja, Chloe kann man zwar anklicken und dann fährt die Kamera automatisch dorthin, wo die Katze sich befindet, aber wir können keine Kontrolle auf Chloe umschalten, beziehungsweise wir können sie nicht selber steuern. Und ich bin schon total gespannt, wie sich das anfühlen wird. Das ist, glaube ich, das erste Mal bei den Sims, dass man die Haustiere nicht steuern kann. Und ich habe schon bei einigen gehört, dass sie das furchtbar finden. Und ich gestehe, ich kann das bei all jenen nachvollziehen, die gerne Geschichten schreiben, dass sie da vermehrt Probleme haben, wenn sie zum Beispiel Geschichten mit Haustieren schreiben möchten. Und da kann ich das wirklich absolut nachvollziehen, dass das echt ein Drama ist. Ich persönlich, oh, da freut sich Oliver. Oliver ist nämlich ein Katzentyp. So, dann. Lob mal die Kleine, für was auch immer, ist egal. Und rede mit ihr. Und streicheln. Oliver hat soeben mit Chloe Freundschaft geschlossen. Apropos, Oliver, Chloe und so weiter und so fort. Mir ist nämlich was aufgefallen im Baumodus, dass wir neue Türen haben. Also wie ihr sehen könnt, ich habe hier auch überall die Fenster, außer hier Fenster und Türen aus dem neuen Erweiterungspack genutzt. Vor allen Dingen das finde ich klasse, dass man sich so eine Art, ja, Wintergarten mit wirklich offenen Fenstern erstellen kann. Das fand ich super genial. Und hier steht auch Chloes Kletterbäumchen. So, wir sortieren mal kurz den Pack die Packs nach Hunde und Katzen. Und hier sehen wir Hundetür, Tier-Doppeltür. Warum ist das? Ist das jetzt? Aha. Dann kann ich hier quasi. Könnte ich jetzt hier irgendwo. Aber wo? Ich habe hier schon alles so perfekt auf den Millimeter zugeschnitten und zugebaut, dass ich jetzt nicht weiß, wo ich die verdammte Hundetür hinstellen soll. Shit! Okay. Die Frage ist, kann Chloe jetzt einfach so durch die Haustür oder braucht die unbedingt eine Hundetür? Das weiß ich nämlich nicht. Ich weiß nämlich gar nichts über dieses Pack, noch so überhaupt rein gar nichts. Nein. Okay, hier kann ich Hunde und Katzen ausschließen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass die Hunde und Katzen auch automatisch selbst durch die normalen Türen gehen können. Obwohl so eine kleine Tiertür hätte natürlich auch was Feines. Chloe ist eine wunderbare Katzendame. Und sie fürchtet sich auch nicht vorm Fernseher, der hier gerade plärrt. Ich denke mir schon, wo kommt der Krach überall her? Ah, ja. Und, das ist das putzig. Ich muss jetzt einfach ein schönes Foto machen von dieser wunderbaren Chloe und guckt euch die Pfötchen an. Ich gestehe, ich bin ja eigentlich eher der Hundetyp. Ich weiß, alle Katzenfans schreien jetzt laut auf, aber ich finde diese Katze trotzdem so unglaublich putzig und niedlich und ich gebe zu, ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit im Create-a-Pet-Modus verbracht, weil ich ein bisschen überfordert war. Ich weiß es nicht. Also es gibt so viele Funktionen und man kann theoretisch alles ändern. Aber ich habe mir jetzt einfach eine ganz normale 0815 norwegische Katze geholt, weil ich erstmal einfach nur wild darauf war, mit denen zu spielen. Und ich wusste nicht so ganz, okay, wird das was? Wie stelle ich das jetzt alles ein? Und was will ich überhaupt für eine Katze machen? Und nachher habe ich so einen entstellten Gargoyle, wenn ich was Falsches mache. Und deswegen habe ich mich jetzt für eine ganz normale norwegische Waldkatze entschieden. Und ach, die sieht so niedlich aus. Ich bin total verliebt. Ich könnte der den ganzen Tag hinterher schauen. Das wird ein furchtbares Let's Play, das sage ich euch.
Ja, und zwar machen wir jetzt mal was ganz Besonderes. Und zwar, wir reisen. Und zwar nur mit, ja, da habt ihr schon, warte. Da habt ihr es schon gesehen, dass James und Oliver sich alles andere als gut verstehen. Und James ist ja damals ins Militär gegangen und hat seine Familie auch zurückgelassen und war auch nie sonderlich gut in der Schule. Und Oliver ist ein komplett anderer Typ. Und die beiden haben sich so gar nicht gut verstanden. Und ja, das wird noch interessant und spannend. Und Oliver reist jetzt mal alleine wohin? Nur Kaffee zwischendurch, während der Ladebildschirm lädt. So, und da haben wir hier unser kleines Häuschen in der Nachbarschaft Sable Square. Der Sable Square ist der kulturelle Mittelpunkt der Stadt, an dem sich sowohl Hunde als auch Katzen gerne aufhalten. Die Sims hier lieben Tiere so sehr, dass sie ihnen mitten in der Stadt ein Denkmal gesetzt haben. Und dann haben wir hier noch Cavalier Cove. Der Cavalier Cove ist für seine Wanderwege und weitläufigen Küstenanwesen bekannt und daher der perfekte Ort für Erkundungstouren oder Möwenjagden mit einem abenteuerlustigen Hündchen. Oh Gott. Seagrass Insel. Vor der Seagrass Insel ging einst ein Schiff auf mysteriöse Weise unter. Heute befindet sich dort der berühmte Leuchtturm Brindleton Light und die größte Ansammlung einheimischer Streuner. Seit kurzem gibt es jedoch Gerüchte über seltsame Besucher nach Sonnenuntergang. Okay, seltsame Besucher nach Sonnenuntergang, das klingt interessant. Und Whiskerman's Wharf. Ah, wie cool, das klingt genauso wie Fisherman's Wharf in San Francisco. Ich glaube, daran haben sie sich auch ein bisschen orientiert, die Ersteller. Whiskerman's Wharf ist der Lieblingstreffpunkt der Katzen der Bucht, die dort häufig auf den Docks herumklettern. Dieser Ort ist auch bei Fischern und Touristen sehr beliebt. Und hier sehe ich schon eine Bar und natürlich werden wir die definitiv auch antreffen. Oh, es gibt neue Grundstücksmerkmale. Das habe ich noch gar nicht bemerkt. Ja, wir reisen... La, 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 la. Okay, voll schief mitgesungen. Ja, wir haben eine kleine Tierarztpraxis. Ich habe ja angekündigt, dass ich das unbedingt mal machen möchte. Und wie ihr seht, ja, ich habe diese Tierarztpraxis auch schon vorab gebaut. Beziehungsweise alles, was jetzt so Erweiterungspack-Objekte sind, wie die Arbeitsstationen für... Und die einzelnen Dekorationen, die habe ich natürlich nicht bauen können, aber das Grundgerüst steht schon mal. Hier ein kleiner Empfangsbereich, alles hell und freundlich, natürlich hier ganz viele Poster an den Wänden. Und hier haben wir eine Anmeldestation. Mal gucken, ob das Büro wirklich so stehen bleibt, wie ich das hier gerade habe, oder ob ich da ein anderes Zimmer draus mache. Und hier haben wir den Untersuchungsraum. Ich fange schon voll an zu stottern und durch die Gegend zu stammeln. Hier haben wir den chirurgischen Bereich und mehr noch nicht. Mehr muss ausgebaut werden, weil die Familie Murphy erst eine Familie von einfachen Farmern war und dann aber eine Familie der Tierärzte geworden sind. Und Oliver hat den Vaterbetrieb, den Familienbetrieb aufgenommen nach dem Tod seines Vaters und mit viel, viel Investitionen die alte Tierpraxis renoviert. Und jetzt muss er nur dafür sorgen, dass wieder neue Kunden in seine Tierpraxis kommen und er das Geld wieder reinbekommt, was er in die Tierpraxis investiert hat. Denn ja, viel Bargeld ist nicht mehr übrig. Aus sehr guten Gründen. Fragt mich bitte nicht, wie teuer die beiden Häuser waren. Weil ich einfach wirklich Bock hatte, meinen Schwerpunkt jetzt auf die Haustiere zu legen und nicht daran zu schauen, dass die Sims jetzt auch noch massig Geld verdienen müssen und super viel Stress haben. Ich will ab jetzt wirklich den Fokus
aufs Familienleben und aufs Tierleben legen und nicht so viel auf Arbeiten und Sparen. Und deswegen habe ich diesmal großzügig in die Tasche gegriffen und ordentlich zugepackt. Und Oliver, du kannst dich ja schon mal direkt umziehen, weil wir haben natürlich ein passendes Outfit. Und wir öffnen mal. Können wir hier noch was machen? Gewinnspanne, Werbung. Boah, Goldpaket, 240 Simoleons pro Tag. Wo soll ich denn die hernehmen? Ich muss mal kurz schauen. Können wir da noch. Wir können auch noch Leute einstellen. Wir können James einstellen. Das kommt noch. Und ja, ich würde sagen, geh mal rein. Ich habe noch keine Ahnung, was mich erwarten wird. Oder wie viele Patienten denn jetzt ankommen. Du kannst ja mal hier einfach. Recherchieren. Was können wir denn alles? Ah, ich wollte eigentlich, dass du dich in die Empfangshalle. Oh, wir haben den ersten. Ja. Und da meldet er sich schon auch selbstständig an. Und das ist Patient Coco. Und wir begrüßen den Patienten warmherzig. Geh mal raus. Hallo? Ja. Oh, ich bin total begeistert. Oh, Patient behandeln. Meiner Hündin Coco geht es gut, aber es wird Zeit für ihre Kontrolluntersuchung. Okay, ein Routinefall. Das ist gut zu wissen. Die freundlichste Art, sich vorzustellen. Wir stellen uns erstmal vor. Und Coco mag uns auch sofort. Als gutes Tier bezeichnen. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen Untersuchung von Coco beginnen. Oh, und das sollte ich vielleicht abschließen für Nicht-Personal. Warum geht es nicht? Es lag. Nein, nicht im Ernst. Ernsthaft? Es lag einfach nur an diesen, ja, Raumtrennern? Auch weg. Muss auch so gehen. Und wenn ich jetzt hier wieder die Tür reinmache, geht es wieder nicht, oder was? Ich bin gerade ein bisschen am Ausprobieren, weil ich das schon wissen möchte.
Nee, da geht's jetzt locker und einfach durch die Tür. Und Coco folgt uns mit rein. Was für ein seltsamer Bug. EA, bitte nachbessern. So, und da legt sich die Coco schon hin. Und ja, Coco ist noch nicht so ganz gestresst. Ach, und wir untersuchen mal, wir hören mal die Atmung ab. So, Vana Juva. Oh, Smindyaba. Ah, Tierarztfähigkeit. Die neue Fähigkeit von Oliver im Bereich der Tiermedizin ermöglicht es ihm, Haustiere mit spezieller Tierarztausstattung wie dem Untersuchungstisch oder der Chirurgiestation zu behandeln. Verbessere diese Fähigkeit, indem du mehr Tiere behandelst. Okay, Coco hat schon mal eine saubere Nase und eine gesunde Haut. Das ist perfekt. Und sie ist auch immer noch nicht so gestresst. Wir untersuchen sie. Saubere Nase, gesunde Haut. Wir hören mal das Herz ab. Hohe Temperatur, entzündete Niedlichkeitsdrüse. Ach, was ist denn entzündet? Arme Kleine. Und gestresst ist sie jetzt auch erstmal. Und wir beruhigen die Kleine erstmal wieder ein bisschen. Ich soll jetzt nicht denken, dass sie hier sonst wo gelandet ist, ne? Febinae Aruvena. Feverum. Jewel. Awesome. Streiche, streiche, streiche. Wow, und sie ist wieder komplett entspannt. Das ist super, weil wir haben nämlich noch ein Merkmal frei. Das haben wir nämlich noch nicht entdeckt und wir sind total gründlich. Wir kontrollieren alles ab. Wir schauen mal ins Mäulchen. Huch, was war denn das gerade für ein Laut? Da. Oh. Aha, Jorunka. Extreme Lethargie, leichte, okay. Hä, wie leichte? Ach, heißt die Krankheit leichte oder vorbeugende Spritze? Was mache ich jetzt mit den... Einfach die Spritze und gut ist. Kontrolle beendet. Oliver hat die Untersuchung von Coco beendet. Das Tier scheint nicht krank zu sein. Okay. Smintina? Kann ich dir noch ein Leckerchen geben? Leckerchen geben. Jedes Tierchen kriegt von mir ein Leckerchen. Das wird zwar kostspielig mit der Zeit, aber ich muss ihm einfach etwas Kleines geben. Und hopp, hopp, hopp. Alle hopp. Yay. Und dann werden wir dem Besitzer die Rechnung geben. Ah, so, so. Und damit ist unser erster Patient verschwunden. Mit ein paar kleinen Fehlern und ein paar kleinen Stolpersteinchen haben wir die erste Untersuchung sicher und erfolgreich abgeschlossen. Und da kommt der nächste Gast. Hallo, eine Katze. Und die hat ganz eindeutig, ja, eine rote, glühende Nase. So, wir begrüßen mal die Patientin hier. Pakyoin, Limya, Basho Urg. Shinoi. Doc macht irgendwie einen kranken Eindruck. Kannst du ihn bitte untersuchen? Sada. Natürlich. Und Doc, damit meint sie nicht uns, sondern tatsächlich ihren Kater oder ihre Katze.
Und wir beginnen die Untersuchung von Doc, der gerade davon rennt. Hallo? Der will nicht. Und rennt echt schnell davon. Wo willst du hin? Hallo? Da rennt er. Nein, ich will nicht zum Tierarzt. Lieber sterbe ich heroisch, als zum Tierarzt zu gehen. Und ja, da kommt sie und will ihre Katze wieder einfangen. Oder? Was soll das denn jetzt? Ich weiß es nicht, was sie da machen. Die spielen da echt Katz und Maus. Oh, herrlich. Ob das jetzt Absicht ist oder ob das jetzt nur so eine verbackte Wegfindung ist, dass die Katze hier einmal quer durch die Gegend gerannt ist. Die scheint nicht sonderlich viel gute Erfahrung mit Tierärzten gemacht zu haben. Aber wir haben ja die Praxis neu renoviert und die Bewohner von Brindleton Bay kennen uns ja selber noch gar nicht. Oliver hat das Geschäft ja erst kurz nach dem Tod von seinem Vater übernommen und dann alles mühsam renoviert. Jetzt muss nur noch das Geschäft zum Laufen kommen. Und der kleine Doc, ein Senior, das ist immer gut zu wissen, wie alt die Katze ist. Oh, ich bin total begeistert, Leute. Ach so, weil ich zweimal untersuchen angeklickt habe. Da, jetzt ist auch die Katzenhalterin da und die setzt sich ganz unverschämt auf meinen Computer, oder? Doch nicht. So. Wir hören erstmal die Atmung ab. Naseatmung. Glühende Nase. Ja, das haben wir gesehen. Und Katze ist noch nicht gestresst. Wir hören das Herz ab. Das sind so ein bisschen die wichtigsten Sachen. Atmung und Herz. Die ich, glaube ich, mit am wichtigsten finde. Gerade bei dem Senior. Rasselnder Atem. Wir messen mal die Temperatur. Und dafür, dass Doc gerade abgehauen ist, ist er ziemlich lange ruhig geblieben. Wir beruhigen sie aber trotzdem mal, die Katze. Es tut mir leid, aber ich finde das gerade einfach so genial. Oh Gott, ist das so herrlich. Ja, beruhig dich mal. Keine Angst, ich mach dir nichts. Ja, schön streicheln. Alles langsam angehen. Beim Tierarzt geht nichts alles, geht's nicht zack, 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 sondern ganz in Ruhe und gemächlich. Level 2 der Tierarztfähigkeit. Das ist eine Fähigkeit, okay. Oliver hat 2 wunderschöne Briefkästen mit Tiermotiv freigeschaltet. Er kann ja Sumpfwassertoffee und Nahrungsriegel cooler als Flüssigkeitsstoff an der Heilmittelherstellungsstation herstellen, die ich noch nicht habe und die ich mir auch noch nicht leisten kann. Ich wollte mir nicht alles kaufen, sondern nur das Grundlegendste. Tierarztfähigkeit, cool. Bisher hat Oliver noch nicht allzu viel gelernt, außer Erziehung, Tierarzt und Videospiele. Wir machen mal weiter und Doc hat sich wieder beruhigt und wir untersuchen weiter. Wir haben jetzt, wir untersuchen mal Haut und Fell. Ich kann mich nie entscheiden, was ich zuerst machen soll. Vielleicht entdecken wir ja noch was. Süßer Atem. Normale Lavanase, okay. Ach, normale Lavanase. Oh Gott, Leute, Lavanase. Ich fühle mich gerade. Lavanase, meine Herren nochmal. Behandlung. Organisches Desinfektionsspray wird hier empfohlen. Eine Halskrause brauchen wir nicht. Halskrause lohnt sich eigentlich nur, wenn man doch eine Verletzung hat und ja,
die Kleine sich das nicht aufreißen soll. Und wir machen das mit dem Desinfektionsspray. Oliver hat die Untersuchung und Behandlung von Doc abgeschlossen. Es müsste ihm jetzt viel, viel besser gehen. Und auch du kriegst ein kleines Leckerli. Du willst kein Leckerli. Kabuni. Okay, eine Untersuchung kostet 100 Simoleons. Wir haben 200 mittlerweile eingenommen. Und damit beenden wir erstmal den Tag. Wir müssen ja auch nach Hause. Wir haben ja eine Familie, einen Mann, der auf uns wartet und eine kleine Tochter, um die sich Riley hoffentlich gut gekümmert hat. Und damit schließen wir für heute erstmal, wo geht das nochmal? Wir schließen damit heute erstmal den Laden. Okay, Preis-Leistungs-Verhältnis. Versuche die Gewinnspanne zu senken oder die Versorgungsqualität zu verbessern oder beides. Atmosphäre, versuche die Klinik aufzuräumen oder mit besseren Möbeln auszustatten. Und Umgang mit Patienten, die Kunden loben deinen aufmerksamen Umgang mit Patienten. Ja, die Tiere liegen mir auch besonders am Herzen. Und somit gehen wir auch nach Hause und ich bin total verliebt in dieses Erweiterungspack. Oh Gott, ist das herrlich und wunderbar. Auch wenn ich mich jetzt mit dem kleinen Bug da mit dieser Bodenleiste rumplagen und rumärgern musste. Die zieht aber eine fiese Stinkfahne hinter sich her. Oh, ich finde das so toll und so wunderbar. Ja. Wir gehen in Arztklamotten nach Hause und ich bin gespannt, wie es zu Hause geht. Und ja. Ich glaube, ich mache hier jetzt auch erstmal Schluss für den ersten Teil. Und sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.